Hallo zusammen, euer Jinek wieder hier. Ihr wisst ja, wir sind auch jetzt dran mit IKAMED und wir haben jetzt auch natürlich ein bisschen Bammel, weil jeder hat Bammel, wir natürlich auch. Auch wenn ich jetzt eine Mavi-Karte habe, gilt das nicht für meine Frau, sie ist Deutsche und sie hat keine Mavi-Karte. Aber trotzdem haben wir natürlich Bammel. Und haben da jetzt mal so einen Antrag ausgefüllt gehabt, online, bei der offiziellen Seite, nicht über irgendeine so Hilfsverein, die Geld haben wollen und ob sie es richtig machen oder nicht, wer weiß. Letztes Mal hat das ganz gut geklappt und deswegen haben wir es jetzt wieder gemacht. Und da stand dann bei Mavi-Card, wir können Familien-IKAMED nur dann machen, wenn man vorher ein Jahr Tourist war. Also man kann nicht sofort mit Mavi-Card, wenn man hier in Türkei ist, ein Familien-IKAMED machen. Das geht bei Türken wohl schon, aber bei Mavi-Card nicht. Da muss man erstmal Touristen-IKAMED machen und nach einem Jahr dann halt Familien-IKAMED machen. Kann man gerne online das überprüfen, wenn man eine Anfrage startet für ein IKAMED. Und ja, das haben wir dann halt, wir haben einen Online-Antrag gemacht, wir haben jetzt einen Termin bekommen und dann habe ich mir mal angeschaut, was benötigt wird. Und ja, diese Liste, die gibt es da online. Also eigentlich müsste ich das gar nicht jetzt erwähnen, aber gut, ich mache es mal ganz kurz. Man braucht den Originalreisepass bei der Antragstellung, eine Kopie davon in der Akte. Ich brauche dann halt meine Mavi-Card, den Original, auch eine Kopie in der Akte. Man braucht, wo man wohnt, quasi von E-Devlet, wo man gerade halt wohnt, so ein Wohnsitznachweis. Und da muss man auch die Gebühren hinterlegen. Das sind aber keine, wir haben jetzt für 3 Jahre einen Antrag gemacht. Ich habe das heute mal überprüfen lassen, ob alles so beisammen ist. Und das sind keine knapp 3000 Liter, sondern das sind nur interessanterweise 265 Tele. Also nicht so. Ich würde auf jeden Fall vorher mal überprüfen lassen, ob die Akte soweit in Ordnung ist und ist tatsächlich zu viel bezahlt. Und wenn man das bezahlt hat, nimmt man noch die Quittung, tut man die auch noch in den Original bei. Und der Mavi-Karte, also der Unterstützer der Frau, sage ich jetzt mal, soll dann noch ein Passfoto in biometrischer Form reintun, einen und 4 von der Frau. Und Nachweis hat man bei mir nicht gefragt. Was braucht man noch so alles? Ich müsste, glaube ich, schon alles erwähnt haben. Und dann natürlich Krankenversicherung. Wir sind ja bei der, dadurch, dass wir ja Pharma sind, also ich, und ja, habe ich dann halt so eine CGK-Krankenversicherung. Die ist dann auch noch dabei, die dann halt, wie heißt das, alle Familienmitglieder abdeckt. Und ja, dann ist man eigentlich durch. Ich war heute da gewesen, der hat nochmal überprüft. Ach so, was ganz Wichtiges, ne? Das wird ja bei den Touristen überhaupt nicht nachgefragt, ne? Was ich ja ein Unding finde. Also, oder ein Unding finde bei Familien-IKAMED. Wieso fragt man das bei Leuten ab, die hier dauerhaft sein wollen, aber die Touristen ist es scheißegal. Es wird gefragt nach einem Führungszeugnis. Heiratsurkunde wird natürlich auch gefragt, apostilliert etc. Aber wir haben es so gemacht gehabt, dass wir die apostillierte Heiratsurkunde haben wir bei Einwohnermeldeamt abgegeben. Und die können ja dann Ausdruck machen, dass wir verheiratet sind. Und dann braucht man
nicht mehr jedes Mal eine Heiratskunde, auch bei Umzug oder bei 80 Angelegenheiten braucht man nicht immer wieder einzureichen, ist ein kleiner Trick bei der ganzen Geschichte. Man reicht das bei der Einwohnermeldeamt ein, apostilliert die Heiratsurkunde und dann ist es einmal im System drin. Ja, und dann kann man von da einfach einen Ausdruck machen. So, haben wir dann auch so gedacht gehabt und so auch gemacht und es wird auch tatsächlich so akzeptiert. Und finde ich eine super Sache, weil dann muss ich nie mehr wieder eine Heiratsurkunde apostilliert von Deutschland zu bekommen. Aber jetzt wieder zurück zum Führungszeugnis. bei den Touristen wird das überhaupt nicht verlangt. Ich verstehe es nicht. Da können die Gauner von Deutschland hierhin oder von weltweit, die ganzen Gauner, können hierhin nach Deutschland, nach Türkei und kriegen ein Touristenvisum und gut ist, ohne Führungszeugnis. Aber wir sollen dann jetzt also, wenn wir Familien-ICAMET machen wollen, müssen ein Führungszeugnis abgeben von Deutschland. Das heißt, ihr müsst ein Führungszeugnis von Deutschland beantragen, diesen apostillieren lassen und diesen dann auch nach Türkei schicken. Das dauert eine Ewigkeit. Also mindestens 6 Wochen überhaupt ein Führungszeugnis zu bekommen, mindestens. Und danach geht es dann zur Apostillenstelle. Keine Ahnung, wie lange das da braucht. Ein Monat, ja. Dann haben sie es apostilliert und dann schicken sie es nach Türkei und dann dauert es wieder einen Monat und dann habt ihr es dann da, aber ihr habt dann 3-4 Monate verloren. Ja? Deswegen, wenn ihr Familien-ICAMET machen wollt, auf Mavicard-Basis, sage ich jetzt nur, dann solltet ihr das vor Antrag schon in die Gänge bringen, das Ganze, damit es hier ankommt. Das ist sehr wichtige Information und ja, so steht es dann halt und ja, das haben wir alles gemacht. Wir haben den Ordner, also die Mappe, die Anfrage-Bewerbungsmappe, haben wir fertiggestellt. Ja, die werden wir dann halt zum Termin dann halt abgeben und hoffen, dass es klappt. Einmal Ablehnung bedeutet, ihr wisst es selber, bedeutet nach 10 Tagen, ihr könnt rausgehen. Also wir auch. Wir haben auch schon einen Plan B gehabt. Ne? Falls es nicht klappt, dann wollen wir tatsächlich auch woanders hingehen. Meine Frau ist so, naja, mit dem Gedanken noch nicht so klar. Aber tja, es ist hier schwierig alles, ne? Aber man muss halt flexibel sein und anpassungsfähig. Wenn wir als rechtschaffende Menschen und Investoren nicht hier geduldet werden, keine Ahnung, dann ist es halt so. Man kann auch hier alles abreißen und woanders wieder aufbauen. Haben wir vorher auch schon gemacht. Ich bin mittlerweile geübt darin. Und es ist mir scheißegal, wenn die nicht wollen, dann sind wir weg. Ganz einfach. Wohin? Das verrate ich euch dann irgendwann, wenn es dazu kommen sollte. Aber momentan mache ich da jetzt kein Thema draus, weil ich muss mich erstmal auch noch schlau machen, ob es gut oder schlecht oder wie auch immer. Ich muss erstmal neue Optionen herausfinden, die für uns passend sein könnten. In diesem Sinne, lass uns mal schauen, was mit uns passiert. Vielleicht fliegen wir demnächst auch wieder raus, wie andere oder auch nicht und schaffen es dann doch hier zu bleiben. Es ist alles so eine Katastrophe. Ich weiß es nicht. Na gut, in diesem Sinne einen schönen Abend wünsche ich euch und ich habe euch lieb. Bis dann, ciao.